Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurier-Talk. Heute bei mir zu Gast ist Laura Kammhuber. Hallo. Hallo. Sie ist Sängerin aus Amaliendorf im Waldviertel. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Du bist jetzt 22 Jahre alt und schaust eigentlich schon auf eine sehr lange Karriere zurück. Du hast begonnen mit 10 Jahren beim Kiddie Contest, warst du im Fernsehen und dann ist es losgegangen. Dann warst du bei der Großen Chance, dann warst du bei der Voice Germany, da bist du total bekannt geworden und dann ist eigentlich losgegangen mit deiner, wirklich mit deiner Karriere. Du warst da noch in der Wachau dabei, da war alles dabei und gleichzeitig bist du nur zur Schule gegangen. Wie war das damals? Wie war das für dich? Ja, also für mich, dadurch, dass ich mit 10 angefangen habe, war es irgendwie nie anders, als dass ich halt so Schulleben und die Musik irgendwie so nebenbei jongliert habe. Aber es war schon auch stressig. Also es hat schon Zeiten gegeben, wo ich nicht viel geschlafen habe und wo ich dann auch wieder, einmal habe ich ein Frühstücksfernsehen-Interview gehabt und dann bin ich danach noch in die Schule, weil ich wegen einer Schularbeit und so. Also das war manchmal schon ein bisschen stressig, aber ich habe mir immer gedacht, das ist es wert. Und meine Eltern war es immer sehr wichtig, dass ich die Schule nicht hinten lasse. Mhm. Und das Genre ist Schlager geworden bei dir. War das auch so, dass du, bist du da reingerutscht oder hast du das selber ausgesucht? Ja, also es war eigentlich so, dass ich für einen Auftritt gebucht worden bin, wo gefragt wurde, ob ich eventuell Interesse hätte, Schlager zu singen. Und ich war immer schon sehr offen, was das angeht. Deswegen war ich so, ja, gerne. Und dann habe ich halt gemerkt, was Schlager mit einer Menge eigentlich macht. Also wie bei Schlager-Volksmusik die Leute halt mitgehen. Das war für mich damals auch noch was ganz Neues. Und deswegen hat mir das gleich voll getaugt und deswegen habe ich es dann weitergemacht. Habe aber dann eben mit 17, 18 gemerkt, dass ich mich irgendwie gern neu probieren würde und habe deswegen dann aufgehört, Schlager und Volksmusik zu machen. Okay, also das heißt, bis zur Tee bist du total hinter dem Genre gestanden, weil eigentlich ist es ja gerade bei der jüngeren Generation eigentlich nicht so hip, wenn man Schlager macht. Ja, absolut. Deswegen wird das auch oft gefragt, ob das halt meine Entscheidung war. Und das war halt absolut meine Entscheidung. Mhm. Okay. Und da gibt es diesen einen Song, da singst du von der Schule und da singst du, dass du irrsinnig gerne eigentlich in die Schule gehst. Stimmt das oder ist das, also wenn man deine Songs kennt, kennt man dann dich oder wie ist es mit diesen Texten? Ist da viel Fantasie dabei? Nein, also die sind schon auf mich abgestimmt worden, die Texte. Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen, also mir hat das nie was gemacht. Jetzt vermisse ich es mittlerweile sogar schon ein bisschen. Also es hat natürlich Zeiten gegeben, Tage gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht mehr in die Schule gehen. Also ich glaube, das ist eh ganz normal bei jedem. Aber nein, es war immer, also die Texte waren auch auf mich abgestimmt. Also das war schon ein Teil von mir auch. Mhm. Und was ist dann passiert, als du gesagt hast, mit 18 Jahren oder 17, nachdem du dein Album veröffentlicht hast oder eins von deinen drei Alben veröffentlicht hast, die ja alle sehr gut angenommen worden sind. Du bist ja echt gefeiert worden. Was ist dann passiert? Warum hast du dich entschieden, na, jetzt mache ich was anderes? Ich glaube, ich bin einfach älter geworden und habe dann gemerkt, dass ich nicht mehr so weitermachen möchte, wie ich bis jetzt weitergemacht habe. Also es war eine schöne Zeit und ich möchte es nicht missen und ich werde die ganzen Sachen sicher nicht löschen lassen oder so. Aber es war dann so, dass ich mit 17, 18 gemerkt habe, okay, irgendwie gehe ich jetzt, also entwickle ich mich und ich gehe jetzt in eine andere Richtung, privat, und ich möchte gern auch mit der Musik in eine andere Richtung gehen. Und ich habe mir dann entschieden, dass ich gern selbst bei meinen Songs mitarbeiten möchte. Also ich möchte selbst die Songs mitschreiben und wirklich aktiver an den Projekten arbeiten, wie ich es früher gemacht habe. Eh klar, ich war halt ein Kind. Offensichtlich habe ich das nicht alles alleine geschmissen, aber ich war jetzt so, dass ich sage, ich möchte mehr mitarbeiten, mehr aktiv daran beteiligt sein. Und jetzt habe ich wieder ein super Team um mich herum, die mir geholfen haben. 5 Songs, die jetzt hoffentlich dieses Jahr noch alle rauskommen, also der erste ganz sicher im Mai, fertigzustellen. Und das sind halt wirklich jetzt Geschichten, die mir eins zu eins so passiert sind, die ich auch selbst mitgeschrieben habe. Diese neuen Sachen, sind die wieder auf Deutsch? Ja, aber diesmal eher in den Pop-Bereich und nicht mehr so in den Schlagerbereich. Wobei die Abgrenzung eh oft schwer ist. Also, ja. Na, da hören wir mal kurz rein, damit wir wissen, was uns erwartet. Du gehst, wann du willst, doch wenn du kommst, bist du nie da. Du nimmst mehr Platz in als ein schwarzes Loch im Weltall. Und dabei glaubst du noch, das gefällt allen. Du bist eine Diva. Du gehst jetzt besser nach Haus, denn meine Snickers sind aus. Du bist eine Diva. Verdammt, wir waren mal ein Team, doch du willst mein Self-Esteem. Schon kompliziert hatten wir 4-4 und nach all diesen Fights hab ich's endlich kapiert. Du lässt mir keine Wahl, neben mir ist kein Platz für eine Diva.
Welches von diesen 5 Hits ist, oder von diesen 5 Songs, was ist dein Lieblingssong? Gibt es da einen Favoriten? Oh, schwer. Das ist echt schwer, weil ich glaube, also Herzensprojekt ist Diva, den wir gerade gehört haben, weil er einfach der erste Song von den ganzen war, die entstanden sind. Aber auf der anderen Seite ist mein Herz auch sehr bei Endgame, weil das der einzige Song ist, wo ich den Text ganz, ganz alleine geschrieben habe, was halt eigentlich so was sehr Intimes und Privates ist. Und ich bin auch gespannt, wie das dann für mich ist, wenn die ganzen Songs dann draußen sind und irgendwie jeder so einen Einblick hat in meinen Kopf. Da gibst du dann doch wahrscheinlich mehr Preis, wie bei zum Beispiel, da gab es ein Lied, das hat geheißen, auch andere Mütter haben fesche Söhne. Das stimmt immer noch. Ja, nein, es ist schon ein bisschen was anderes. Ich meine, natürlich, die Themen haben sich auch verändert von 14 bis jetzt. Aber ja, nein, ich mag den Song immer noch sehr gerne. Finde ich cool. Okay, also diese Zeile hast du vielleicht auch in der Vergangenheit öfters gehört, sodass du dir denkst, das ist auf definitiv einen Song wert. Ja. Wie war das damals in der Schule? Gab es da irgendwie Konkurrenzdruck, Konkurrenzkämpfe? Nein, also ich muss sagen, ich habe nie unglaublich schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Ich meine, natürlich bekommt man hin und wieder Blicke, wenn man halt einfach in dem Alter Schlagerfolgsmusik macht. Also da wird schon oft auch einmal geschaut. Und in der Vergangenheit habe ich von den Schulen her auch die Erfahrung gemacht, dass ich nicht mehr in den Schulen singen will, also in meinen eigenen Schulen singen will, bei so Events oder Veranstaltungen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut für mein Schulklima, wenn ich dort auftrete. Das war halt am Anfang ein bisschen ein Drama teilweise mit den Schulleitern dann, weil die wollten gerne, dass ich singe und ich wollte halt nicht und da war es schon oftmals ein bisschen kompliziert. Aber im Endeffekt, also arg schlechte Erfahrungen habe ich zum Glück nie gemacht. Habe ich schon viel Schlimmeres gehört von Musikkollegen. Okay, das heißt, der Ruhm, mit dem hast du eigentlich gut umgehen können? Ja, es hat sich halt nie angefühlt, das wäre der große Ruhm, weil in der Schule bin ich halt in die Schule gegangen. Also da habe ich ja nie, also meine Schulkollegen haben mich schon vorher kennt und der Freundeskreis ist eigentlich auch dasselbe gewesen die ganze Zeit über, die mich schon gekannt haben, bevor ich überhaupt mit der Musik angefangen habe. Also das hat sich nie groß angefühlt, das wäre da Ruhm. Und du studierst derzeit Lehramt. Genau. Du möchtest Volksschullehrerin werden. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Oder möchtest du Volksschullehrerin werden oder möchtest du das auch nur nebenbei machen? Ja, also wenn es mit der Musik funktionieren wird, wäre das natürlich mein Plan A. Aber ansonsten, ich habe immer gerne mit Kindern gearbeitet. Ich habe dann auch mit 19 war ich dann auch ein Jahr in Amerika und habe dort auf ein 9-jähriges Kind aufgepasst. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mit Kindern in diesem Alter am allerbesten arbeiten kann. Und dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat, auch mit ihr an ihren Schulsachen zu arbeiten. Und deswegen war für mich klar, dass wenn es ein Beruf wird, der nicht Musik ist, dann Volksschullehramt. Okay. Und derzeit arbeitest du auch in Kindergärten? Genau, als Englischlehrerin. Okay, also die Schule kannst du irgendwie nicht lassen. Ja, nein, irgendwie nicht. Irgendwie bleibt mir das. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst darauf, dass deine Karriere wirklich schon sehr, sehr früh begonnen, da sagt man ja oft, dass man Dinge, die man so jung gemacht hat, nicht mehr machen würde. Ist das bei dir auch so oder würdest du alles nochmal genauso machen? Also ich will nicht sagen, dass es immer leicht war, wenn man schon so früh angefangen hat, aber ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, weil die Leute, die ich damals schon kennengelernt habe, die mir bis heute immer wieder geholfen haben. Oder also das war halt, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, war irgendwie so früh schon mein Name in diesem Topf. Und jetzt, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne im Musikbusiness, dann habe ich immer schon was zu erzählen, was ich schon alles gemacht habe, was natürlich wieder beeindruckend wirkt und die dann auch wiederum eher mit mir zusammenarbeiten wollen. Also das ist halt, es ist schon ein Vorteil, dass ich so lange im Musikbusiness bin, aber natürlich auch ja, also Nachteil würde ich es jetzt eigentlich nicht nennen. Es ist halt, ich bin halt viel gewachsen jetzt. Und alleine wenn man sich zum Beispiel Bilder von sich früher anschaut, denkt man sich oft schon so, und von mir gibt es halt viele Bilder und Videos, wo ich mir so denke, so, okay, das war jetzt, also würde ich jetzt so jetzt in dem Alter nicht mehr machen. Aber das heißt nicht, dass ich es bereue oder dass ich damals mit 10, 11, 12 nicht geglaubt habe, dass das genauso gehört. Und deswegen ja, habe ich das versucht, ein bisschen abzulegen, dieses ja, jetzt vielleicht anders gemacht oder so. Genau. Und denkst du, dass es schwierig ist, diesen Stempel Schlagersängerin jetzt hinten zu lassen oder loszuwerden und eine vollkommen neue Richtung einzuschlagen?
Das wird sich, glaube ich, noch herausstellen. Also dabei fühlt es sich nicht so an, weil jedem, dem ich das bis jetzt so erzählt habe, die waren alle sehr, cool, na super, passt. Also bis jetzt habe ich noch keine Erfahrungen in die Richtung gemacht. Aber natürlich, wenn man mich vom Schlager kennt, ist es vielleicht doch ein bisschen eine Umstellung, dass das jetzt etwas anderes wird. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute, die immer noch meine Fans sind, nach so langer Zeit, wo ich eigentlich schon nichts mehr gemacht habe, dass denen die neuen Sachen natürlich auch irgendwie gefallen. Das wäre das Ziel. Und wie lange arbeitest du schon an dem neuen Projekt? Oder wann hast du entschieden, dass du jetzt eine neue Richtung im Musikbusiness einschlägst? Ich glaube, während meiner Zeit in Amerika. Mhm. Ich glaube, dass ich ein Teil von mir auch deswegen nach Amerika gehen wollte, weil ich irgendwie schauen wollte, ein Jahr lang, was tue ich eigentlich ohne Musik? Also wer bin ich eigentlich ohne Musik? Der tut, dass ich eigentlich immer Musik gemacht habe, seit ich 10 Jahre alt bin. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich in eine andere Richtung möchte und dass ich eben selbst die Songs schreiben will. Und kurz nachdem ich von Amerika zurückgekommen bin, also das ist jetzt so 2,5 Jahre her, hat sie dann angefangen, dass sie das Team formt, dass sie die Ideen für die ersten Songs formen. Aber mit Corona und sowas durfte man dann so oft nicht ins Studio oder dann war irgendwer hatte Corona, irgendwer war eine Kontaktperson. Also dann hat sie das sehr in die Länge gezerrt. Mhm. Und jetzt kommt aber im Mai der erste Song und ich freue mich so sehr. Und freust du schon auf die Bühne und aufs Publikum? Ja, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, ich bin wieder richtig nervös. Zwischendurch hatte ich schon ein bisschen die Routine drinnen, da war es schon so, ich war als Kind viel weniger darüber nachgedacht, was schiefgehen könnte als jetzt. Also ich glaube, ich bin jetzt viel nervös und ich glaube, ich könnte mich jetzt auf einer Fernsehbühne, glaube ich, da wäre ich, glaube ich, schon unfassbar nervös. Das war als Kind alles nicht. Das war irgendwie so, ich habe nicht darüber nachgedacht, was schiefgehen könnte. Das war so eine natürliche Sache irgendwie. Das kommt sicher wieder zurück. Ich hoffe. Laura, ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Dankeschön. Und alles Gute für die Veröffentlichung von deinen neuen Stücken. Und wir freuen uns, was kommt. Liebes Publikum, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Ja.